Willkommen zur nächsten Fotokritik und wir verlieren, würde ich sagen, nicht viel Zeit, kommen direkt zum ersten Bild. Es sei aber noch gesagt, wenn ihr mir auch ein Bild einsenden wollt, sodass ich auch zu euren Bildern mal ein paar Worte verliere, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da packe ich euch die entsprechenden Links zum Einsendeformular rein. Das erste Bild, das kommt hier von Markus Krabbe und auf den ersten Blick würde ich jetzt mal sagen, es ist ein Panorama, aber auf den zweiten Blick denke ich, könnte hier auch einfach eine Abzweigung in der Straße drin sein. Schreibt doch mal in die Kommentare bitte, wenn du das hier siehst, um was es sich hier genau handelt. Egal, was es jetzt auch ist, mir gefällt das Bild prinzipiell von der Idee eigentlich schon gut, dass wir hier diesen Winkel quasi drin haben mit dieser Straße. Aber ganz ehrlich, die Straße hier auf der rechten Seite mit diesen vielen Bäumen, diese Unendlichkeit, die hier drin ist, die ist doch meiner Meinung nach viel interessanter als dieses kaputtgepflügte Ackerstück hier. Also einfach in diese Richtung hier fotografiert, mit dem Bereich links und rechts der Straße. Das wäre ein Bild gewesen. Also geht da auf jeden Fall nochmal hin und macht dieses Bild und schickt dieses Bild nochmal ein. Das fände ich wesentlich interessanter, als jetzt im Bildmittelpunkt diesen braunen Fleck hier zu haben. Okay, kommen wir zum nächsten Bild und ja, was soll ich da jetzt groß dazu sagen? Das ist ein tolles Porträt. Also finde ich richtig klasse. André Stieblitz, der Name sagt mir auch was, der ist immer fleißig auf meiner Seite, glaube ich, unterwegs. Auf jeden Fall verfolge ich den auch regelmäßig. Schaut auf jeden Fall auch mal bei ihm vorbei. Und ja, ich will da jetzt auch gar nicht viele Worte drüber verlieren. Die Schärfe sitzt hier, es ist schwarz-weiß, das gefällt mir super. Ich mag ja sowieso schwarz-weiß sehr gerne. Und hier dieser Schärfeverlauf ist echt gut gemacht. Ich schaue mal kurz hier. Ne, wir haben keine Daten, das ist jetzt ein bisschen schade. Schreibt mal Objektiv, Kamera und sowas noch in die Kommentare für diejenigen, die es eben interessiert, wie das Ganze jetzt hier aufgenommen wurde. Und Leute, an diesem Bild will ich jetzt mal eine Sache loswerden. Ja, der Kopf ist angeschnitten. Und ja, die Hand, die kommt hier so ganz komisch unten raus. Oder sagen wir nicht komisch, aber so aus dem Nichts. Ja, man sieht den Arm nicht. Der Arm ist abgeschnitten. Ganz schlimm. Da gibt es ja echt Leute, die regen sich wirklich darüber auf und schreiben dann unter die Fotos, ja, aber der Kopf ist angeschnitten. Oh, das darf man nicht. Oh, das steht so in den Regeln, das darf man nicht. Leute, Regeln heißen nicht, dass man sie befolgen muss. Im Regelfall vielleicht schon. Deshalb sind es Regeln. Aber es ist auch manchmal interessant, wenn man Regeln bricht. Und hier finde ich das jetzt völlig okay, dass dieser Kopf angeschnitten ist. Das Bild schaut in die Augen und dann ist das ein perfektes Bild. Kann man gar nicht besser machen. Kann ich sonst nichts zu sagen. Aber hört bitte auf, immer nach diesen kleinen Regelverstößen zu suchen, die jemand da vielleicht gemacht hat. Letztendlich, wie gesagt, guckt in die Augen und dann wisst ihr, dass das Bild gut ist. Nächstes Bild hier von Raban Holzner Photography. Schauen wir mal, auch hier leider keine Daten. Leute, passt immer auf, wenn ihr mir die Bilder schickt. Ich sage das so oft. Guckt, dass die Bilder, die ihr mir einreicht, diese Daten beinhalten, dass ich das nachschauen kann. Hier will ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Ist ja in meinen Augen ein Schnappschuss. Hier ist überhaupt nichts Interessantes im Bild drin. Wir haben einen sehr unruhigen Vordergrund. Wir haben Wasser, was komplett eingefroren ist und dadurch noch nicht mal diese Fließeigenschaften einer Langzeitbelichtung bekommt. Das wäre vielleicht ein Tick interessanter gewesen, aber hier fehlt mir einfach das Hauptmotiv und das macht das Bild für mich sehr, sehr uninteressant. Sorry. Nächstes Bild kommt von Velvet Vibe. Tolles Bild. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Fahrzeug zu der Person gehört. Wahrscheinlich ist das jetzt sogar dann irgendeine bekanntere Person, die ich jetzt nicht kenne, weil ich mich mit diesem Sport bzw. mit Motorsport eigentlich überhaupt nicht auskenne. Also wenn du das Video siehst, pack mal in die Videobeschreibung, wen du hier überhaupt fotografiert hast. Bist du das vielleicht selbst und hast dich einfach nur vor das Auto gestellt? Keine Ahnung, würde mich aber mal interessieren. Aber ich finde eigentlich so von der Bearbeitung her gefällt es mir ganz gut. Das ist auf jeden Fall ein geblitztes Bild, ich würde sagen, gut geblitztes Bild und auch ja, die Bearbeitung finde ich auch passend hier mit diesem Lichtstreif noch drin. Das passt irgendwie zusammen. Also, ja, mir gefällt das auch. Das Tor im Hintergrund passt einfach zu dem Szenario. Also, auch locationmäßig denke ich, ist das ganz gut gewählt.
Ich glaube, ich hätte hier an der Seite das alles weggemacht. Passt irgendwie nicht so. Ja, gehört in die Garage, aber ist jetzt irgendwie so ein bisschen unnötiges Zeugs. Hätte ich persönlich jetzt wahrscheinlich noch weggestempelt. Gerade hier an der Wand wäre das auch kein Problem gewesen. Ja, cool. Kommen wir zum nächsten Bild. Das kommt von Martin Koos Photography. Schauen wir auch da mal in die EXIF rein. Auch da leider keine drin. Schade. Und aber hier wieder eine typische Langzeitbelichtung. Also hier ein Bild am Wasser gemacht und die Belichtungszeit relativ lang gewählt. Vielleicht auch mit dem ND-Filter gearbeitet, sodass dieses Wasser hier eben die Fließeigenschaft im Bild bekommt. Also ist das alles so verwischt. Und ich denke, man hätte hier vielleicht sogar noch einen Tick länger belichten können. Hier sieht man noch an manchen Stellen diese einzelnen Wasseraufwirbelungen. Aber nee, passt auf jeden Fall. Mir gefällt auch der Bildausschnitt sehr gut. Wir haben hier so einen großen Stein liegen, haben hier so einen Spitzenstein, der hier rein zeigt. Und irgendwie ist das hier unten so der Vordergrund und man wandert direkt mit dem Auge hier hoch und interessiert sich, was ist das hier oben, wo kommt das Wasser her? Also so von der Blickführung finde ich das gut gelungen, auch dass das so am linken Rand ist. Und das Wasser fließt ja auch von links oben hier nach rechts im Bild. Wir haben also so eine Diagonale im Bild. Und auch die Fließrichtung wird unterstützt, dass eben hier rechts noch ein bisschen mehr Platz ist, als es hier auf der linken Seite. Also so finde ich es eigentlich ja, echt schön gemacht. Und auch von den Farben passt, also schöne Langzeitbelichtung. Und dann kommen wir noch zu diesem Bild. Ich würde sagen, das ist jetzt ein geblitztes Bild und sehr offenblendig fotografiert, dass wir hier eben ein schönes Bokeh im Hintergrund haben. Mir ist das jetzt hier deutlich zu hell auf der linken Seite und dadurch ist auch das hier sehr, sehr hell geworden. Ja, mich persönlich spricht es jetzt eigentlich nicht an. Auch weil hier unten dieser Bereich so knapp ist. Das liegt einfach so fast hier auf der Bildkante drauf. Und hier oben ist so viel leerer Raum. Also da die Kamera lieber ein bisschen weiter nach unten geschwenkt und das Ganze wäre nochmal einen Ticken interessanter geworden. Ja, aber so insgesamt spricht mich das Bild jetzt leider nicht ganz so an. Aber ja, mehr will ich jetzt dazu auch nicht sagen. Wir kommen nicht mehr zum letzten Bild, denn das war schon das letzte Bild. Hier haben wir nochmal alle in der Übersicht und wie gesagt, wenn ihr mir auch ein Bild einschicken wollt, schaut in die Videobeschreibung, da habe ich euch das Ganze verlinkt. Und wenn ihr euch für weitere Fotokritiken interessiert, habe ich euch an die Seite hier noch die zwei letzten gepackt. Da waren wirklich klasse Bilder dabei, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Vor allen Dingen in die Kritik 23 war es, glaube ich. Schaut da mal rein und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Wenn ich nochmal eine Fotokritik mache, dazu abonniert einfach den Kanal. Dann verpasst ihr auch keine Fotokritik, aber auch kein anderes Video. Und schaut auch mal bei Facebook vorbei. Da poste ich auch immer interessante Dinge rund um die Fotografie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.